Der große Traum von einer Safari. Ja, aber wo denn jetzt am besten? In den letzten 4 Monaten haben wir die ein oder andere Safari durch Botswana, Südafrika, Eswatini und Namibia gemacht. Mit diesem Hintergedanken im Kopf stellen wir dir jetzt 2 Parks vor, die wir als erste Safari empfehlen würden. Kruger National Park in Südafrika, wo du einfach die Beine rechts und links runterhängen lässt. Und den Etosha in Namibia. Alter, der greift die an. Fahr weg, Mann! Hauptsächlich wegen der Tiervielfalt und weil es ja einfach ist, diese 2 Parks auf eigene Faust vor Ort zu bereisen. Wir gehen auf die Camps ein, in denen wir geschlafen haben, die Kosten generell und wir teilen unsere Route, die wir innerhalb des Parks gefahren sind. Ganz zum Schluss teilen wir dann noch 5 Safari-Essentials, die uns jeden Tag des Abenteuers versüßt haben. Viel Spaß! Fangen wir erstmal an mit der Fläche. Wer hat hier den größeren? Der Kruger Nationalpark ist mit über 19.000 Quadratkilometern einer der größten der Welt. Rund 1,4 Millionen Menschen besuchen ihn jedes Jahr. Also hier ist richtig was los. Er liegt in Südafrika mit einer langen Grenze im Osten zu Mosambik, im Norden zu Simbabwe und etwa 100 Kilometer südlich liegt bereits Eswatini. Von Norden bis Süden ist er etwa 365 Kilometer lang, bei einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Dauert die Durchquerung allerdings eine ganze Weile. Vor allem bei regelmäßigen Stopps, wenn du die Tiere sichtest. Du findest hier im Krügerpark jedes Tier der Big Five, also Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn und Elefant. Und positiv ist uns in diesem Bezug aufgefallen, dass an jedem Camp eine Tafel hängt, wo man die kürzlichen Sichtungen dieser Tiere vermerken kann, außer dem Rhino, um ihn so vor Poaching-Attacken zu schützen. Neben insgesamt 147 Spezien Säugetier, 508 verschiedenen Vogelarten, hier noch einige Tiere, die spannend sein könnten für dich. Hyänen, Krokodile und Wildhunde. Das sind übrigens die ekelhaftesten Jäger, wusstest du das? Die jagen ihre Beute, bis sie vor Erschöpfung umfallen und essen sie dann von innen auf, während sie noch leben. Das willst du vielleicht gerade übernehmen? Es wäre mir eine Freude. Der Etosha ist ca. 22.000 Quadratkilometer groß, mit rund 200.000 Besuchern pro Jahr weniger frequentiert als der Kruger. Die Besonderheit an Namibia ist, dass der Arten- und Naturschutz in der Verfassung festgehalten ist. 43% des Landes sind geschützte Nationalparks. Der Etosha bildet davon das größte Naturschutzgebiet des Landes und gilt als das älteste Wildschutzgebiet der Welt. Neben Spitzmaulnashörnern und Geparden beherbergt der Park weitere bedrohte Arten, wie zum Beispiel das Black-Faced Impala, Hartmann-Bergzebras und Honigdachse. Durch ihren Schutz konnten sich manche Bestände schon ein wenig erholen. Im Etosha findest du allerdings nur 4 von den Big Five. Buffalos findest du hier leider nicht. Dafür ist der Park bekannt für seine großen Elefantenherden. Ein Highlight des Parks ist die ca. 5000 Quadratkilometer große Salzpfanne. Nach dieser wurde der Park übrigens auch benannt. In Oshiwambo heißt Etosha so viel wie weiße Fläche. Wusstest du, dass die Etosha-Pan so groß ist, dass man sie sogar vom All aus erkennen kann? Zur Trockenzeit bildet die Salzpfanne eine riesige tote Fläche, die zur Regenzeit aufblüht zu einer Lagune mit Wasser. It's birding time! Selbst Flamingos aus Swakopmund fliegen dorthin, um zu brüten. Vogelbeobachter werden die Regenzeit in Etosha lieben. Nach starken Regenfällen ziehen hier mehr als 340 verschiedene Vogelarten hin. Ja, und erwischt. Machen wir für uns Deutschen doch erstmal eine Kostenaufstellung. Ein Game Drive im Etosha kostet ca. 40 Euro pro Person. Eine Tageskarte für 2 Personen mit Auto ca. 20 Euro. Selten in einem der Hauptcamps kostet ca. 30 Euro. Für den Etosha gibt es eine App, die erstmal frei zugänglich ist. Allerdings, um alle Funktionen freizuschalten, kostet sie ca. 5 Euro. Lohnt sich allerdings, weil du viele Informationen über die Tiere dort findest, plus Informationen zu Öffnungszeiten der Camps. Zum Preis für den Mietwagen kommen wir gleich. Wie ist das im Kruger Nationalpark im Vergleich, Mausi? Ja, das ist ein bisschen günstiger, aber es kommt drauf an. Also Tageskarte. 2 Personen, ein Auto 25 Euro. Zelten in einem der Hauptcamps ungefähr 7 Euro, das ist auf jeden Fall günstiger. Und dann hatten wir hier den Genuss eines Latte Macchiatos mit Hafermilch für ungefähr 2 Euro, 2,50. Ein Safari Drive kostet hier 20 Euro und für den Kruger Park gibt es auch eine App. Ungefähr 12 Euro kostet die hier mit allen Funktionen. Wie bereisen wir den Park denn jetzt am besten? Es gibt sogar die Möglichkeit, direkt in den Krugerpark reinzufliegen, quasi von Cape Town International oder von Johannesburg ins Skukuza Camp im Zentrum des Parks. Wahnsinn! Wir haben uns entschieden, einen 4x4 von Zebra Rentals in Johannesburg abzuholen. Da ist das ganze Camping-Equipment dann dabei. 80 Euro hat das Auto gekostet, inklusive allem und Dachzelt für die 3 Personen, die wir waren. Entfernung Johannesburg bis zum Park sind so 400-500 Kilometer, je nachdem, in welchem Gate du reinfahren möchtest. Generell gibt es in regelmäßigen Abständen um den Park herum Eingänge. Man könnte sogar im Westen von Südafrika reinfahren.
und im Osten nach Mosambik herausfahren. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, Mausi, kann man denn auch in den Etosha-Nationalpark reinfliegen? Es gibt tatsächlich einen Flugplatz. Wir haben uns stattdessen aber ein Auto mit Camping-Equipment gemietet und sind aus der ca. 435 Kilometer entfernten Hauptstadt Windhoek losgefahren. Der Mietwagen mit Dachzelt in Windhoek hat ca. 80 Euro am Tag gekostet, mit allem drum und dran. Savannah Autovermietung, unbezahlte Werbung. Da wir nicht zur Hochsaison unterwegs waren, konnten wir spontan ein Auto mieten. Es empfiehlt sich allerdings, vorher schon eins zu reservieren. Um in den Park zu gelangen, gibt es 4 Gates. Die Straßen im gesamten Park sind eher weniger als solche zu bezeichnen. Es sind mehr Schotterpisten. Und mit einem normalen PKW würde ich persönlich es nicht empfehlen. Für diese Safari empfiehlt sich definitiv ein 4x4-Vehikel. Im Etosha ist die Maximalgeschwindigkeit 60 km/h. Ganz schön was los hier auf den Straßen. Etwas schneller als im Kruger. Es empfiehlt sich aber immer, einfach etwas langsamer zu fahren und das Ganze entspannt anzugehen. Na sag mal, was ist denn die Maximalgeschwindigkeit im Kruger? 50 auf asphaltierten Straßen. Hier im Straßenverzeichnis siehst du ganz gut, dass die größeren Camps mit guter, asphaltierter Straße verbunden sind und somit die Safari auch im normalen Kleinwagen möglich ist. Selbst hier auf diesen Straßen hast du die Möglichkeit, alle Tiere zu sehen, musst also nicht zwingend Offroad fahren. Trotz alledem ist genau das natürlich eine geile Erfahrung, so nah wie möglich an diese Natur gelangen zu können. Im Vergleich zum Etosha Park finde ich zudem gut, dass der Kruger Park Hochland geboten hat, worauf wir fahren konnten, und dann hatten wir bei diesem Rastplatz hier einen epischen Blick in die ganze Weite. Maximalgeschwindigkeit, wie schon angesprochen, 50 km/h. Für die etwa 100 Kilometer Strecke vom Skukuza Camp zum Satara Camp haben wir etwa 3 Stunden gebraucht. Da ist das Krokodil und hier ist der Traffic Jam, den das Krokodil auslöst. Kalkulier das wirklich großzügig ein. Gegen Sonnenuntergang schließen die Camps ihre Pforten. Und weil wir gerade dabei sind, so haben wir im Kruger Nationalpark genächtigt. Über den Krügerpark verteilt findest du etwa 19 exklusivere Camps und 12 Campsites zum Zelten. Wir können Erfahrung teilen von den Zeltplätzen am Satara Camp und vom Lower Sabi Camp. Besonders im Lower Sabi Camp ist uns das Restaurant positiv aufgefallen. Falafel Wrap with Elephants. Does it get any better than this? Wir sitzen hier im Busch, hier grunzen die Hippos hinter uns und wir essen hier Smashed Avocado Toast und eine Sojalatte. Tipptopp Verpflegung vor Ort, die nicht unnötig überteuert ist. Ein Schokoladenkeks, lecker. Dazu findest du in den Shops auch Lebensmittel, kühle Getränke, Eis, Camping-Accessoires und Merch. Ist der Merch. Die Tore sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet. Darüber hinaus kann das Camp nur mit einer gebuchten Safari-Fahrt verlassen werden, also mit Guide. Diese Fahrt kannst du dann direkt im Camp spontan auch einen Abend vorher buchen. Je nach Größe der Gruppe steigst du dann in aller Herrgottsfrühe in dieses Auto rein und ein Guide fährt mit dir auf Wege, die auch speziell nur für Personal befahrbar sind. Grundsätzlich lohnt sich sowas also schon. Wir hatten bei unserem Drive allerdings überhaupt gar kein Glück. Ist das eben in der Wildnis. Wir sind ja hier auch nicht im Zoo. Im Etosha Nationalpark gibt es auch ein ganz besonderes Highlight am Camp. Erzähl uns darüber doch mal bitte mehr. Das Camp, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, mit dem Okau Kueyo, ist besonders mit dem nachts beleuchteten Wasserloch super, super besonders. Hier kannst du Rhinos nachts beim Baden beobachten. Im Etosha gibt es nur 6 Camps. Die Gates öffnen mit Sonnenaufgang und schließen mit Sonnenuntergang. Auch hier sind die Campingplätze mit Feuerstellen, Steckdosen und natürlich gut ausgebauten Sanitäranlagen ausgestattet. Der Internetempfang in den Camps war außergewöhnlich gut. Eine weitere Camp-Empfehlung ist das Olifantsrus. Es lohnt sich zumindest für einen Zwischenstopp, während du den Park erkundest. Denn von dort aus hast du einen doppelstöckigen Hochsitz mit unglaublichem Ausblick auf ein Wasserloch. Im Etosha Park ist vegan in keinem der Camps so richtig gegeben. Wir haben uns einfach im Supermarkt im Windhoek eingedeckt und selbst gekocht. Als Inspo nochmal hier im Schnelldurchlauf unsere Route für 2 Tage Safari. Während unseres Roadtrips sind wir am ersten Tag der Safari vormittags vom westlichen Golden Gate in den Park hinein und haben uns mit einem Zwischenstopp am Olifantsrus Camp langsam Richtung, den Namen kann ich nicht aussprechen, kämpfen. Auf dem Weg gibt es immer mal wieder Wasserlöcher rechts und links. Nach dem spektakulären Abend am Wasserloch mit den Rhinos und Löwen sind wir weiter nach Osten gefahren, zu Etosha Pen, um dann Rast am Halali Camp zu machen. Gestärkt ging es dann weiter durch den Rhino Drive, wo wir unerwartet einen Geparden entdecken durften. Schlussendlich sind wir am südlichen Anderson Gate raus, um weiter Richtung Windhoek zu fahren. Es gibt ungefähr 40 Wasserlöcher über den Etosha verteilt. Dort ist die Chance, Tiere zu spotten, natürlich am größten. Das war im Krüger ein bisschen anders, oder? Ja, das war anders, denn hier gab es weniger Wasserlöcher. Es gab dafür aber viele natürliche Flüsse, die durch den Park geflossen sind. Nachdem wir das Fabini Gate im Westen passiert haben, sind wir über das Skukuza Camp Richtung Norden zum Satara Camp gefahren. Sie kommt näher. Sie kommt näher. Für den nächsten Tag haben wir uns dann dagegen entschieden, weiter Richtung Norden zu fahren. Wir haben uns dann stattdessen entschieden, mit einem kleinen Umweg und ganz entspannt das südliche Lower Sabi Camp zu erreichen abends. Kleiner Geheimtipp hier, etwas außerhalb des Lower Sabi Camps haben wir in meinem kleinen
kleinen See unzählige Hippos und Krokodile sehr, sehr nah erleben können. Nur so 2-3 Minuten Fahrt vom Camp. Den letzten Tag haben wir bis späten Nachmittag noch im Park verbracht und sind dann nach einem geführten Safari-Drive morgens mit einem Schlenker Richtung Crocodile Bridge und dann über die beliebte S25 Richtung Malelane gefahren. Hier haben wir dann direkt außerhalb des Gates beim Golfclub gecampt. Wenn mich jetzt jemand fragt, Junge, wir fahren die Tage in den Krügerpark, wo sollen wir denn hin? Grundsätzlich überall, hier habt ihr aber einige Punkte, die du in deine Route einbinden kannst. S25, hohe Tierpopulation generell, das ist nahe der Autobahn und dementsprechend bequem zu erreichen. Hier war es auch, wo wir den Leopard sehr nah erleben durften und einen Löwen. Hippopool am Lower Sabi Camp. Wahnsinn, hier kommt das Krokodil gerade raus. Und diese Straße zwischen Satara Camp und Skukusa für die Löwensichtung oder vermeintliche Löwensichtung. Warst du schon mal da und hast noch einen Geheimtipp hinzuzufügen, dann schreib das gern in die Kommentare. Mausi, kannst du für dieses Thema jetzt gerade nochmal erzählen, wo wir den Geparden gesehen haben? Das war hier im Rhino Drive, in der Nähe des Halali Camps. Das Highlight war allerdings das Wasserloch am Okayeo Camp. Unser toller Parkplatzwächter hat uns erzählt, dass hier fast jeden Abend die Rhinos zum Trinken und Baden herkommen. Bevor wir unsere ganz persönliche Meinung zu den Parks und auch unseren Favoriten teilen, hier noch ein paar Sachen, die du vor der Safari beachten solltest. Falls du während deines Trips eine Drohne dabei hast, dann lässt du dir am Eingang direkt eine Plombe dran machen. Du wirst die Tiere sowieso nicht mit der Drohne filmen, weil das Stress bei denen auslöst, das wissen wir. Aber wenn du dann rausfährst, uns ist das passiert, ja, dann gibt's Ärger von dem Wärter da. Im Gegensatz zum Etosha gehört der Kruger National Park zum Malaria-Risikogebiet. Es empfiehlt sich aber bei beiden Parks einfach, vorher den Hausarzt aufzurufen, sich gegebenenfalls über prophylaktische Medikamente zu informieren und immer die Buschregeln zu beachten, insbesondere abends, wenn die Dämmerung einbricht, lange, lockere Kleidung zu tragen, die alles Mögliche bedecken. Im Etosha Park sind wir abends einfach spontan aufgeschlagen beim Camp und hatten Glück, dass sie uns da noch reingelassen haben. Beim Krüger Park ist das ganz anders. Wenn du beim letzten Camp morgens losfährst, dann musst du schon die Reservierung für den nächsten Abend haben, sonst lassen die dich da gar nicht raus. Wir würden empfehlen, buch im Krüger Park speziell deine Camp schon vorab, dann weißt du, dass du da einen sicheren Platz hast zum Schlafen. Das gleiche empfiehlt sich allerdings auch für den Etosha. Wir hatten nur das Glück, dass wir dicht zur Hochzeit da waren. Welcher Park sagt dir denn jetzt am ehesten zu, Mausi? Muss ich das jetzt sagen? Ja. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan vom Etosha National Park, was einfach darin liegt, dass mir es besser gefällt, dass es nicht so krass asphaltierte Straßen sind, sondern alles so ein bisschen mehr Schotter ist, viel mehr Buscherlebnis. Und es war auf jeden Fall einfacher grundsätzlich, im Etosha Tiere zu spotten, weil die Sicht einfach viel, viel krasser ist. Insgesamt war der Etosha sehr viel weniger dicht bewachsen, im Gegensatz zum Kruger, der sehr, sehr grün war. Am Kruger Park hat mir gefallen, dass wir da eben auch auf Berge hochfahren konnten und dann nochmal eine krassere Sicht hatten, eben von oben herab. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt auch den Etosha gesagt, wegen den Punkten, die du meintest, aber auch, weil mir das Land besser gefallen hat an sich. Also wenn ich den Etosha bereise, dann bin ich ja mit dem Mietwagen unterwegs und dann kann ich einfach geilere Sachen noch drumherum erfahren. Meine persönliche Meinung. Also ich bin pro Etosha. Wenn ihr das Video bis hierhin angesehen hast, scheinst du dich ja wohl schon auf eine Safari vorzubereiten. Wir teilen deswegen unsere 5 Essentials. Ne, das sind gar nicht 5 dann. Ein paar Essentials, die uns auf jeden Fall bei der Safari geholfen haben. Wenn wir dir Wert geben konnten, bis zu diesem Punkt, like in das Video und teile es mit jemandem, den du auf die Safari mitnehmen möchtest. Punkt 1. Stirnlampe. Speziell abends fürs Camp, wenn es dunkel ist. Dann auf jeden Fall ein Fernglas oder ein Zoom-Objektiv für deine Kamera. Mindestens 200 mm. Geht aber auch länger. Punkt 3. Ein Longsleeve. Vor allem im Auto. Die Sonne knallt auch durch die Autoscheibe durch. Unendlich viel Wasser. Und das am besten immer griffbereit vorne bereithalten. Ja, ich mag es kaum auszusprechen, aber eine Klimaanlage ab 11 Uhr, das hat schon das ein oder andere Leben gerettet. Sonnencreme, gute Sonnenbrille und am besten sogar eine Cap oder andere Bedeckung für den Kopf. Und jetzt sagen wir beide, wir wünschen dir viel Spaß auf deiner Reise und schicken dir ein virtuelles Küsschen, okay? Sorry. Du fängst an. Wir wünschen dir ganz viel Spaß auf deiner Reise und schicken dir ein virtuelles Küsschen.